Und jetzt muss ich hier runter. Zu einem neuen Video auf unserem Kanal Die Jugendlandwirte. Moin, ich bin Linus und das ist Nelio. Moin. Eigentlich ist es kein Moin, es ist eher ein guten Abend. Genau, hier seht ihr das. Ja, Moin ist ja ein dehnbarer Begriff. Uns jetzt, ja, da hast du auch recht. Wir haben uns hier, mach mal deine Lampe an, Mischstreuer jetzt zugelegt. Jetzt haben wir eigentlich jetzt, ist es sozusagen so, jetzt haben wir alles. Ich hoffe, man erkennt das hier überhaupt. Ordentlicher Boden, noch mit dem Kratzboden. Funktioniert auch alles. Funktioniert auch alles super. Jetzt ziehen wir jetzt hier gleich mit dem IHC runter. Ich hoffe, man sieht das übrigens noch mal für die 500 Abonnenten bedanken. Stimmt, die haben wir ja auch ganz schon. Toll. Und beim nächsten Mal machen wir auch ein Livestreaming. Nächstes Wochenende. Irgendwann mal, ja, ja. Oder irgendwie dann. Irgendwie dann. Und genau. Hoffentlich sind wir bald viele. Genau, also wir laden den jetzt ab. Man erkennt uns gar nicht so richtig. Und genau. Bis gleich. So Leute, es ist leider gerade die SD-Karte vollgegangen. Und da waren wir jetzt hier runtergefahren und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen geht es nämlich nochmal weiter und ja, bis morgen. Moin Leute, mittlerweile ist nächster Morgen und Moin. Wir wollen jetzt hier die Raufe aufbauen. Ja, es gibt gerade noch kleine Komplikationen, denn wir haben... Da war keine Bedienungsanleitung dabei. Und per E-Mail sollte ja eigentlich kommen, aber dann haben wir die falsche zugeschickt bekommen. Und für die hier gibt es wohl anscheinend gar keine jetzt. Genau, müssen wir mal gucken jetzt irgendwie. Schrauben und die verschiedensten Aufsätze und was weiß ich. Deswegen müssen wir uns jetzt mal kurz da reinfuchsen und so. Genau, wir gucken mal eben. Bis gleich. Wir haben hier ja gestern den Trecker abgestellt und wir haben ja euch gestern schon so ein bisschen im Dunkeln gezeigt, dass wir uns jetzt einen Mischstreuer gekauft haben. Für den wir übrigens auch schon den ersten Auftrag haben. Dazu kommt bestimmt auch ein Video, würde ich sagen. Genau. Also der läuft ohne Probleme, Kratzboden läuft, das hier kommt natürlich ab, wenn man am Streuen ist. Das ist natürlich nur für die Straße. Genau. Gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das ist ein JF, hier steht zwar 3, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein JF AV30. Beziehungsweise hier steht auch 3, also ist es wahrscheinlich doch ein JF AV3. Oh. Hier kann man natürlich auch noch die... Nelio ist schon hier mächtig am Abfetten. Jo. Hier kann man die Geschwindigkeit individuell verstellen. Also Stufe 1, 2, 3, 4 und das ist 5. Aber, den soll man aber die soll man erstmal nicht benutzen, wenn man beim Streuen ist, warum auch immer. Ist wahrscheinlich einfach für Häckselgut oder so, keine Ahnung. Handbremse hat er natürlich auch, aber die ziehen wir nicht an bei dem Wetter, weil der ist ja schon, da ist ein Gang drin, das reicht ja völlig aus. Hier müssen wir uns noch ein Verlängerungskabel für zulegen, weil passt halt nicht und man braucht halt den Strom. Ja, ich habe ziemlich dicke Handschuhe an, ich weiß. Dankeschön. Genau, die Zapfwelle war auch mit dabei. Das hier hat ohne Probleme geklappt, den runterzuziehen. Dann hat er hier trotzdem noch die eine Seite zum Aufmachen. Also muss man einfach diesen Splint hochdrehen und dann kann man so machen und dasselbe auf der anderen Seite. Naja,
Genau, dann ist es wahrscheinlich für manche ein bisschen einfacher, den aufzuladen, hier, falls man das noch per Hand machen muss. Wo wir dann wahrscheinlich auch die Ansprechpartner für sind, aber genau. Was hier reinkommt, bin ich mir tatsächlich unsicher. Da war tatsächlich auch nichts dabei. Aber wir haben noch hier dieses Teil. Ersatzteile. Das ist einmal hierfür. Das kommt hier rein, um das anzutreiben. Was echt cool ist. Und noch hier drei Kratzboden. Wie nennt man die? Kratzboden? Ja, aber die einzelnen. Rippen? Drei Kratzbodenrippen, wie der Nelio sagt. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wenn schreibt das. Das ist mal wirklich was Gutes, was ihr in die Kommentare schreiben könnt. Schreibt das mal. Dann haben wir noch eine übermordsgroße Feder bekommen. Die wofür? Ist wahrscheinlich für die Handbremse. Da. Und noch ganz viele kleine Ketten. Für noch so ein paar Lager und sowas. Und alles, was man halt braucht. Haben wir alles mit dazu bekommen, was echt cool ist. Muss das abmachen? Nein, nein, ich wollte gucken, ob da. Aber das muss abgemacht werden, ne? Hat er gesagt, halt mal kurz. So Leute, hier ist dann auch das ganze Produkt sozusagen. Man kann auch. Ein schönes Produkt. Diese Schraube lösen und dann hier runter drücken und dann kann man das hier spannen, aber das ist doch gut auf Spannung. Oh, wir fetten hier jetzt nochmal schön alles durch. Ja, ja. Hat er vielleicht. Da auch noch. Hier ist überall Fettnippel. Warte, von der anderen Seite. Und das ist auch gut so. Nee, da kommst du nicht so easy. Oh. Doch, doch. Das wird aber Millimeterarbeit. Ja. Ja. Ich mal. Ja. Oh, der hat's geschafft. Nee. Oh. Doch noch nicht. Nee, nee, ich krieg da nicht genug Kraft drauf. Ich hab ein bisschen kleinere Finger als du. Aber meine Jacke ist trotzdem ein bisschen. Drauf? Ja. Guckst du? Ja, ist es. Und da muss aber gut Fett rein. Das geht irgendwie ganz schön schwer. Linus? Echt? Kann sein, dass ich richtig drauf bin. Oder? Doch, es ist komplett richtig drauf. Ja, das ist voll, oder? Ja, nimm raus. Aber abziehen. Nice. Komplikation in der Werkstatt Teil 2. Ja, ja. Oh. Jetzt? Genau. Und damit würde ich sagen, das war's mal. Hier ist bestimmt auch noch irgendwo einer, Nelio. Das würde mich wundern, wenn hier keiner ist. Da habe ich auch schon geguckt, aber da ist keiner. So Leute, wir gehen jetzt erstmal eben rein, frühstücken. Und dann geht's weiter. Wir müssen auch noch nach der Anleitung gucken und so. Ja, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen weiter hier. Wie ihr seht, wir haben es jetzt auch schon hinterm IAC. Und wir haben immer ja, genau. Und ja, die Kamera ist gerade eingefroren. Das war irgendwie nicht so eine gute Idee. Also sie Idee, ist nicht eingefroren, hier aber liegen sie zu lassen. Ist halt gerade aufgegeben. Ja, die Knöpfe sind irgendwie eingefroren oder so. Jetzt müssen wir auf jeden Fall sind wir jetzt gerade kurz auf dem Handy und hoffentlich ist gleich die Kamera wieder aufgetaucht. Weil hier ist halt so, dass sie dann wieder filmt. Es ist halt immer noch keine Anleitung dabei. Also wir haben alles so aufgebaut und jetzt müssen wir auf jeden Fall. Die kommen auf jeden Fall. Rein. Genau, und wir wollen euch jetzt die schlechte Audioqualität und so ersparen und ja. Wir sehen uns dann wieder. Bauen jetzt auf jeden Fall weiter. Bis dann. Leute, mittlerweile ist es sehr viel später. Ihr solltet gerade auch eine Timelapse gesehen haben. Ja, auf jeden Fall haben wir eben schon einmal die Heuraufe weggebracht mit Heu drin.
Und jetzt haben wir gemerkt, dass es jetzt richtig anfängt zu stürmen und weiter Schnee kommen soll. Und ja, jetzt müssen wir die wiederholen. Und ja, wir fahren jetzt erstmal wieder die Raufe holen und dann sehen wir uns, würde ich sagen, auf der Weide. So, und wir haben jetzt übrigens auch noch ein drittes Pferd hier stehen. Also einmal das, das kennt ihr ja schon. Und da hinten jetzt noch eins. Ja, genau. Das wollte ich auch nur noch einmal so zeigen. Ja. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal eben los. So Leute, ich glaube, ihr seht jetzt gerade nicht mehr so viel. Da sitzt Linus. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Weide, haben wir angehangen und fahren jetzt wieder nach Hause. Genau, bis gleich. Ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wie Nilo gesagt hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr jederzeit eine Benachrichtigung, wenn wir was Neues hochladen. Wir sind auch auf Instagram und TikTok, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, einfach die Jugendlandwirte. Und genau. Alles Mögliche, Glocke aktivieren. Da freuen wir uns auch sehr drüber, da kommen schon immer noch ein, zwei Videos. Das hier ist unsere Heuraufe, die wir jetzt aufgebaut haben. Also eigentlich ganz easy, man kann das hier dann rausholen und dann aufklappen. Die müssen wir jetzt wieder leer machen, weil es dann doch ein bisschen zu doll gestürmt hat, um die da hinten stehen zu lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.